Wer kann verstehen? Johannes 8, Verse 43 bis 45. Warum versteht ihr denn meine Sprache nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Ihr habt den Teufel zum Vater, und nach eures Vaters Gelüste wollt ihr tun. Der ist ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er Lügen redet, so spricht er aus dem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Weil ich aber die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Wenn Jesus rein theoretisch seinerzeit nicht die Wahrheit verkündigt hätte, was sicherlich unmöglich ist in der Praxis, hätten ihm die Kinder des Teufels alle Unwahrheiten absolut geglaubt. Wenn wir nun in Johannes 8, 30 bis 32 Folgendes lesen, da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Dann sollte klar sein, dass dies kein Kind des Teufels tun wird und erfahren kann. Ein Kind des Teufels kann kein Jünger Jesu sein. Wenn Jesus nun also die Wahrheit sagt, dann kann es nur folgerichtig sein, dass so jemand nicht glaubt und zum Feind Gottes wird aufgrund der Wahrheit, mit der er konfrontiert wurde. Das erklärt auch, warum viele Pharisäer so und nicht anders auf Jesus reagierten, nämlich ablehnend und arrogant. Wann und wo und wie jemand durch das Wort Jesu zu einem wahrhaftigen Jünger wird, entsprechend die Wahrheit erkennt, wissen wir nicht. Der Glaube, so heißt es, kommt aus der Predigt und die wiederum durch das Wort Gottes. Römer 10, 17. Mancher ist ein Großteil seines Lebens ein Christ und Jünger und andere vielleicht nur kurze Zeit. Ich glaube, es liegt auch an mir, wann ich mich dem Wort Gottes öffne. Aber dass ich überhaupt irgendwann dafür offen und empfänglich bin, ist reine Gnade und eine Frage der geistlichen Zeugung vor Anbeginn der Welt, steht in 2. Timotheus 1, 9. Es war sicherlich kein Zufall, dass der Schächer am Kreuz neben Jesus kurz vor seinem Tod sich noch bekehren konnte, Lukas 43, 39 bis 43 nachzulesen. Gibt es Kinder des Teufels, so gibt es auch Kinder Gottes. Gott kennt die Seinen. Johannes 10, 14 bis 15 heißt es: Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen, und die Meinen kennen mich, wie mich mein Vater kennt, und ich kenne den Vater, und ich lasse mein Leben für die Schafe. Für uns selbst ist das nicht immer so klar zu unterscheiden, wer echt ist und wer nicht. Der Teufel und die Seinen verstellen sich als Engel des Lichts. 2. Korinther 11, 13 bis 15. Tragisch ist es, wenn Menschen erst vor dem Thron Gottes merken, dass Jesus sie nie gekannt und ihr dämonisches Schauspiel ein jähes Ende genommen hat. Dass es so etwas geben wird, steht auch in der Bibel. Matthäus 7, 21 bis 23. Jeder tut, was er tun muss. Ein Sünder sündigt, ein Kind des Teufels lügt, glaubt nicht und kämpft gegen die Wahrheit. Ein Kind Gottes hört, glaubt, findet Raum für Jesu Worte, im Gegenteil zu den Kindern des Teufels, in Johannes 8, 37 nachzulesen, und wird dadurch frei von der Sündenschuld. In Johannes 8, 36 heißt es: Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Was ist Wahrheit? Das fragte schon damals Pontius Pilatus, der Statthalter, Johannes 18, 38. Und die Antwort an uns alle lautet: Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Johannes 14, 6. Gott erwählt zum Heil und der Ungläubige erwählt sich quasi selbst zum Verderben. In Johannes 8, 47 steht: Wer von Gott ist, der hört Gottes Worte. Ihr hört darum nicht, weil ihr nicht von Gott seid. Das ist die Folge, die logische. Und das klingt auch logisch und macht deutlich, dass Jesus nicht kam, um das Böse gut zu machen, sondern um das Verlorene zu retten.
In Lukas 19,10 heißt es: Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Was verloren ist, kann wieder gefunden werden. Siehe, der verlorene Sohn, Lukas 15,11-32. Aber das Böse, unerreichbar und blind, kann nicht gut gemacht werden und empfänglich und sehend gemacht werden, weil es nie bei Gott war und bei Gott sein wird und bei Gott sein will. Das Verlorene, was wieder gefunden wurde, entspricht einem Menschen, der durch das Wort Gottes zur Buße und zum Glauben gekommen ist. So einer ist ein Kind Gottes und wird es auch immer bleiben. Gelobt sei der Name Jesus Christus, unseres Heilandes, der sein Leben freiwillig gegeben hat am Kreuz und gestorben ist zur Vergebung der Sünden und am dritten Tag von den Toten auferstanden ist und so die Rechtfertigung erwirkt hat, die vor Gott gültig ist. Amen.